Ich habe vorne, liebe Gäste, ich möchte Sie heute recht herzlich zum 13. Spieltag in der Landesklasse 2 hier in Kleinmühlingen auf dem Sportplatz an der Röte recht herzlich begrüßen. Besonders begrüßen wir natürlich auch unsere Gäste von der SG Gnadau. Seit nunmehr 15 Jahren steht wieder das erste Derby der ersten Mannschaften an. Und wir freuen uns natürlich alle, dass das endlich mal wieder stattfindet. Unsere Gäste aus Gnadau haben sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und sind in diesem Jahr das erste Mal in der Landesklasse vertreten. Mit 15 Punkten rangieren sie zurzeit auf den 10. Tabellenplatz. Bei ihren bisherigen 5 zu beginnenden Tor mit der Nummer 22 Ronny Merker, die Nummer 2 Markus Teske, die 3 Remo Heider, die Nummer 4 Florian Falker, die Nummer 5 Robert Pasch, die Nummer 6 Steven Hoffmann, die 7 Sven Nikolas, die Nummer 8 Markus Rasche, die 9 Andreas Böhme, die 10 Norbert Wulff und die Nummer 11 Nico Steigleder. Verantwortlich für die SG Gnadau ist der Sportfreund Sebastian Pape. Der TSV heute im Tor wieder mit unserer Nummer 1 Jens Ulrich, die Nummer 3 Guido Möbius, die 4 Danny Klepe, die Nummer 5 Benjamin Balder, die 7 Holger Wetsche, die 9 Andreas Kirchhoff, die 10 Jens Basener, die 13 Dennis Röhns, die 14 Christian Hildebrand, die Nummer 17 Simon Wolf und die Nummer 22 unser Kapitän Sebastian Dural. Für den TSV verantwortlich ist der Sportfreund Mario Katte. Schiedsrichter der Partie ist der Sportfreund Thomas Neumann von Arminia Magdeburg. Er wird assistiert an den Linien von Christian Ketzer von Meridian Magdeburg und Stefan Magnus von Germania Bremstedt. Lutscher, Hilde! Für den TSV, Torschütze mit der Nummer 9, Andreas Kirchhoff. Nein, nein, nein!
viel zu viel erzählt. Der Gas, da muss ein Schiedsrichter her. Nein! Der will mal drin, aber. Thank you.
Nader beim Halbzeitstand von 1:1. So, das war der Anpfiff zur zweiten Halbzeit in der Partie TSV Kladen-Lizenz gegen die SG Nader. Und dann ist Nummer 14, Dennis Schönebaum. Und beim TSV verzichtet man im Augenblick noch auf eine Halbzeit. Also eine Körperverletzung! Geh weg da, du Hammel! Ruf die doch nicht fest, Junge! Ruf da keine Öscht! Ist der Außen oder offen? Ich sehe, es läuft ja nicht so. Nur stehen! Oh,
es heute dunkel. Ne? Hier die Nummer, der Nummer 20, neu dabei, Max Jäger. Thank you.
Ball nach vorne. Zu lang ist so, nee. Schön gemacht. Ja! Vor der Schlussstab in der Partie durch Paul Klein gegen die SG Gnada war im Stand von 1:1. Wir wünschen natürlich allen Zuschauern und unseren Gästen noch ein angenehmes Wochenende und einen schönen Nachhauseweg.